Interviewt auch regelmäßig die Berliner Polizeisprecher und sogar die hannoveranischen Polizeisprecher. Ja, das kann ich Ihnen jetzt nicht so abnehmen, dass Sie aus dem Sudan Abstand nehmen. Ja, ich arbeite für die Kurdistan. Was ich mag, Sie sehr gerne, aber ich würde ihn anbieten. Wir müssen daran, wir müssen Zeit. Selbst Presse soll hier erstmal nicht rein. Das muss hier rein. Bleiben wir stehen. Einsatzleiter. Kommen hier aus Niedersachsen und wollen uns Berliner Journalisten das Presserecht hier verweigern. Wir haben ein Berliner Pressegesetz, Paragraph 4, Berliner Pressegesetz. Da darf man Zeitgeschichte hier kommentieren. Das wird in Hannover auch nicht anders sein. Wir gehen jetzt hier lang und dokumentieren das. Aber das ist ja ein zeitgeschichtliches Ereignis. Ja, genau, der Sudan ist ein anerkannter Staat. Also, dann holen Sie doch die Berliner Kollegen, die kennen mich alle. Jemanden von der EHU hier aus Berlin. Moment, klein Moment. Kennen mich alle. Sollen wir präsentieren? Die kennen mich übrigens auch. Den jetzt. Das ist übrigens der Herr Lejeune. Wir klären das einmal und dann passen wir auf. Nein. Mein Name ist Lejeune. Er wird gleich eine Rückmeldung geben. Die Nummer ja auch. So, ich habe das einmal weitergegeben, wie du meinst. Wir haben die ganze Befürwortung. Es geht hier nicht um Befürwortung, es ist unser Recht hier zu dokumentieren. Das haben Sie jetzt gesagt, ich gebe Ihnen die Bescheid, das war es von meiner Meinung. Könnten Sie noch mal ein Stückchen von unserer Kette zurück? Was tun Sie denn da? Ja, den Einsatz. Ich gehöre hier dazu. Haben Sie Presseausweis dabei? Er hat einen Presseausweis. Haben Sie einen Presseausweis dabei? Nein, aber er kann nicht laufen. Das ist eine Person, die da gerade ohnmächtig ist. Das müssen Sie, glaube ich, nicht filmen, wenn Sie keinen Presseausweis haben, oder? Sie hat einen Presseausweis. Oder sind Sie ein bisschen sensationsgeil? Nein, sie ist Redakteurin. Sie ist Redakteurin der größten Wochenzeitung der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist Redakteurin der größten Wochenzeitung der Bundesrepublik Deutschland. Mit einer Auflage von 500.000 Exemplaren. Ist mir doch scheißegal. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, dass Sie sich hier nicht auskennen. Bitte? Es wäre sehr nett, wenn Sie sich mal ein bisschen zurücknehmen würden. Mann, ich soll mich zurücknehmen. Ja, das wäre sehr nett. Wenn Sie das schön finden, wenn Sie da oben im Boden liegen und da kommt jemand und filmt Ihnen. Ich weiß doch nicht, was da los ist, ob der da angepackt wird. Von mir kann ich das nicht sehen. Weiß ich ja nicht. Die Person ist in einer Rede, wo nicht wahr sein. Sowas filmt man nicht, das stellt auch mal eine Straftat dar, falls Sie das nicht wissen. Ich konnte von hier das nicht erkennen, ich habe nur gesehen, dass da Leute um die Person herum gerudelt haben. Das ist ja auch egal, stellen Sie das einfach ein. Das sieht auch hier gar nicht so nervig. Auch für Sie geht gut daher, Sie müssen nicht mehr wieder Leute umsetzen. Wir müssen unsere Arbeit machen, hier wird geräumt. Oh Mann, hier wird geräumt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ja. Räumen Sie genauso wenig. Vielleicht kannst du das filmen, wenn es mal, ich weiß nicht, ist. Scheint eine rechtliche Maßnahme zu sein, das Frauenfilm. Achtung, Achtung, es ist der Vollstopper, eine Durchstoß der Polizei. Nur, wenn der die Polizei räumt jetzt diesmal. Machen Sie Ihre Entfernungspflicht in Richtung Süden, Westen und Nord nach. Völlig ungebildete Polizisten aus Niedersachsen. Völlig ungebildet. Und wir müssen das jetzt hier ausbaden, dass Presserecht nicht gelehrt wird an der Polizeiakademie Niedersachsen. Du bist doch das Levier, oder wie heißt du mal? Du bist doch der, wo heute Nacht gepostet hat, und ich dachte mit der, wie heißt es nochmal, Verwaltungsgericht. Verwaltungsgericht, ja genau. Ja, genau, okay, ja, genau. Wir müssen jetzt hier wirklich unsere Arbeit machen. Wir haben keine Zeit. Ja, ich hab das ab. Dann gehen Sie jetzt einmal wieder nach da hinten. Aber wir müssen doch. Okay, das machen wir. Wir müssen jetzt unsere Arbeit machen. Weil jetzt sind wir heute. Wir haben keine Zeit. Eigentlich. Sie können jetzt aber schlecht ins Blut fahren, weil ich hier.
Sie können einfach mal ins Berliner Pressegesetz schauen. Werden Sie jetzt einfach Stellung zurückgeben oder nicht? Also im Prinzip werden jetzt gerade rechtswidrig nicht durchgelassen. Ja, ich bin Journalist. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie sagen, das ist ein Berliner Pressegesetz, auf dem man zeitgeschichtlich dokumentieren darf? Ich muss die Räumung dokumentieren. Das ist tatsächlich so. Wir müssen Ihnen jetzt auch mal sagen, er muss jetzt können wir eine Feststellungsklage machen. Er hat doch seinen Presseausweis. Ja. Also er muss jetzt durchgelassen werden. Das die Berliner Polizisten, die kennen mich auch, aber die Herrschaften sind aus Niedersachsen angereist und kennen sich vielleicht mit dem Berliner Presserecht nicht aus. Ja, aber es ist doch in anderen Bundesländern das auch das genauso. Also die Presse kann überall bei solchen Polizeiinlassern, muss die Presse. Dann darf er erstmal einen Presseausweis zeigen und kein, was weiß ich, vernünftiger Presseausweis. Der Presseausweis ist ja auch mal ein Indiz dafür, dass man Journalist ist. Ja, dann googeln Sie doch meinen Namen. Und er ist doch ganz offensichtlich Journalist. Das ist mein Personalausweis. Der pflegt diese ganze Bewegung seit Monaten. Ja. Der war im arabischen Raum unterwegs und so weiter. Es ist wirklich total, wenn man bei YouTube mal guckt. Ja. Googelt den ein. Vorbei, oben Verwaltungsgericht, das Dachdeck stellen. Sie müssen ja auch Ihr Ermessen. Ich habe heute Anja Dürschke interviewt, die Leiterin der Pressestelle der Polizei. Ich gebe auch die Sichtweise der Polizei wieder. Aber jetzt haben wir hier einen Polizeiansatz. Sie müssen Ihnen auch dabei helfen, sein Grundrecht auf Pressefreiheit. Sobald er durch darf er durch. Ich habe ihm schon die Möglichkeit gegeben. Okay, und Sie wollten nicht durch, oder? Ich will durch. Ich will durch. Ich will jetzt durch. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Zweimal reicht. Ja, aber Sie haben die Maske davor. Ja, ich will jetzt durch. Er lässt mich nicht durch. Er blockiert mich. Ja, also das geht alles live raus. Mich blockiert er auch. Jetzt wäre es Samuel Eckert nochmal. Der hat 32.000 Zuschauer. Ja. Okay. Sie sind Rechtsanwalt. Ja, ich kann den Kanal mal angucken. Ich bin Rentner. Ich jetzt hier im Moment vertreten? Ja, ich vertrete Sie ja schon. Ja. Das Problem ist, es passiert nichts. Also, es ist sowas von rechtswidrig gerade. Das ist eine Verletzung der Pressefreiheit. Ja. Was Sie? Das ist ein Fall für den deutschen Presserat. Das ist ein Fall für das Abgeordnetenhaus von Berlin. Das ist eine Feststellungsklage, geben wir damit auch. Aber wir wollen jetzt hier durch. Wir wollen jetzt hier durch. Wir wollen ja nicht morgen die Feststellungsklage geben. Ja. Falls doch nochmal Samuel Eckert zum Ausgang kommen könnte, wäre das sehr nett. Ich fasse es jetzt kurz. Vielleicht auch Markus Heinz. Oder ich bin ja auch Markus Heinz Rechtsanwalt gerade. Genau. Markus Heinz ist der Veranstalter der Spontanversammlung. Ja, könnte man die Dame da schon. Also holen Sie doch die drei von der Berliner Polizei mal her. Nee, das ist auch nicht. Ja, wenn man es dann jetzt überlegt, er ist zusätzlich behindert. Ja, das macht es jetzt zwar nicht rechtswidriger, aber auf jeden Fall ist es nicht schön. Ne? Okay, also ich dokumentiere meinen Willen, dass ich hier durch will und meine Arbeit tun muss. So, jetzt sind wir durch. Entschuldigung, er ist Journalist. Das haben Sie jetzt schon 10-mal gesagt. Er ist ja total verstanden. Der Kollege klärt es, dass es hier auch. Ja, aber es kann auch nicht verzögert werden. Wenn es klar ist, dass er auch nicht schneller klären, als ich es schon mache. Doch, ich kann ja nicht da losrennen. Nein, das ist Schikane, das ist absolute Schikane. Das ist eine Verletzung der Pressefreiheit. Und dann sieht er sofort, dass er Journalist ist. Markus! Das lassen wir alle Journalisten. Wir lassen hier nicht einzelne. Also muss es einmal sauber geklärt werden. Samuel! Markus! Samuel! Markus! Komm her! Samuel! Markus! Samuel! So, also wir haben hier den Journalisten Martin Lejeune. Mein Name ist Martin Lejeune, ich bin Journalist. Und die Polizei von Niedersachsen verletzt mein Recht auf Pressefreiheit im Land Berlin. Die kommen hier angereist aus Niedersachsen und treten meine Rechte als Journalist mit Füßen, indem sie mich daran hindern, den Polizeieinsatz zeitgeschichtlich zu dokumentieren. Ich tue hier meinen Willen kund, dass ich dorthin möchte zum Polizeieinsatz, um zeitgeschichtlich zu dokumentieren, was hier passiert, wie eine friedliche Spontandemo von der Polizei geräumt wird. Und sie lassen mich nicht hier durch. Dieser Herr ist mein Rechtsanwalt, er vertritt meine Rechte. So, alles klar, wer ist hier noch alles von der Presse? So, wir beide sind von der Presse. Es geht jetzt nicht weiter.
der Bereich geräumt, deswegen wird das ein bisschen unvorteilhaft, wenn wir sie hier reinlassen. Sie können aber gerne über die Hofjägerstraße, das ist da hinten. Aber Sie können sich das ja aussuchen. Nein, nein, ich möchte hier meinen Weg fortführen. Ich will hier an dieser Stelle meinen Weg fortführen und zeitgeschichtlich dokumentieren, was dort passiert. Was hier passiert, ist Zeitgeschichte. Das ist mega krasse Zeitgeschichte, was hier passiert. Und es ist unsere Pflicht und unser Recht, das zu dokumentieren. Und es ist Ihre Pflicht, unsere Pressefreiheit zu beschützen und zu wahren. Und deswegen müssen Sie uns jetzt aber hier durchlassen. Sie haben doch gerade gesagt, wir das ist ungünstig. Gehen jetzt hier durch. Er entscheidet das wir selber, wo er als durch. Journalist wie Sie haben die Pflicht, uns hier das durchzulassen. Das ist doch selbstverständlich. Ich möchte jetzt mit dem Einsatzleiter sprechen, mit dem Direktor der Direktion Einsatz und Verkehr. Er leitet hier den Einsatz. Er ist noch hier. Bitte holen Sie den jetzt hierher oder holen Sie den ans Telefon. Den Direktor der Direktion oder Einsatz und Verkehr. Oder lassen Sie ihn einfach durch. Wie heißt der nochmal? Wo ist mein Telefon? Ach, Sie wissen nochmal. Also Sie haben mit ihm gesprochen, aber wie heißt der nochmal? Wohin, der hieß irgendwas mit K. Aber ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Ja. Also es ist so, wir haben ein Berliner Pressegesetz, Paragraph 4 Berliner Pressegesetz, und sieht vor, dass man Auskünfte von Behörden bekommt und dass man auch zeitgeschichtlich dokumentieren darf. Und es gibt so ein Pressegesetz auch in Niedersachsen. Ich weiß nicht, was die Polizei in Niedersachsen macht. So, Achtung, Achtung, es ist eine Durchsage der Polizei. Keine haben Sie Ihre Entlernungspflicht nach und verhalten Sie sich. Hier sind Polizisten hier gerade bewiesen, dass sie die Pressefreiheit mit Füßen treten. Und wir würden jede Feststellungsklage vom Verwaltungsgericht gewinnen, aber wir wollen ja jetzt dokumentieren. So. Alles klar. Haben wir das jetzt geklärt? Können wir jetzt hier durch? Gucken Sie auch mal, er sitzt im Rollstuhl, ja? Also es macht keinen guten Eindruck für die Polizei. Vor allem, Sie müssen ja nur meinen Namen suchen. Das ist Martin aber Lejeune, ja? Und ja. Dann, ich habe auch einen Personalausweis, ja? Und vor allem ist ja auch öffentlich bekannt, dass ich Journalist bin. Und die Berliner Polizei weiß auch, dass ich hier dokumentiere, Zeitgeschichte. Wir können jetzt, glaube ich, durch, ne? So wie können ich wir jetzt durch? Habe. Können wir jetzt durch? Nein, ich habe es doch gerade eben schon gesagt. Er sagt weiter, er darf nicht durch. Er darf nicht durch. Also das ist hier ein mega Skandal. Wir wollen von hinten, wo die Leute abgeräumt werden. Markus, Sie lassen mich nicht durch. Also, Sie lassen mich nicht durch, obwohl Sie verpflichtet die Leute werden sind, mich durchzulassen. Da muss er natürlich hier durch. Also ich bin auf der anderen Seite. Nein, aber ich habe das Recht, hier durchzugehen. Sie wollen jetzt die Pressearbeit hier verhindern. Verstehe ich das richtig? Gucken Sie, hier hinten werden die Maßnahmen ergriffen und er als Journalist möchte natürlich hinten direkt filmen oder was auch immer machen. Ja? Zeitgeschichtlich dokumentieren. Zeitgeschichtlich dokumentieren. Das ist mein Recht als Presse, zeitgeschichtlich zu dokumentieren. Ich würde viel weniger Stress auslösen, ihn einfach durchzulassen. Ihre Pflicht, meine Pressefreiheit durchzusetzen und zu beschützen und zu wahren. Und im Moment verletzen Sie unsere Pressefreiheit. Nein, das ist unser Recht, hier durchzugehen. Wir müssen jetzt dokumentieren, weil jetzt geräumt wird. Holen Sie jetzt endlich den Einsatzleiter hierher. Ich möchte mit dem Einsatzleiter sprechen. Und Pressesprecher der Polizei. Alles. Der Direktion alles, was Einsatz geht. Und Verkehr. Wenn die Durchsage hierher kommen. Was ist denn da ein Schirm? Ein Mann holen Sie mal endlich jemanden von dem Herr Kablitz auf. Herr Kablitz. Ich will jetzt mit einem Berliner Polizisten sprechen. Ich bin hier in Berlin und ich will mit einem Berliner Polizisten sprechen. Ja? Wir sind hier in Berlin. In Berlin gibt es Pressefreiheit. Ich weiß ja nicht, wie Sie das in Niedersachsen handhaben. Also einfach mal die Rücksprache. Das ist ein Riesenskandal. Hier wird die Pressefreiheit verletzt. Von Polizisten aus Niedersachsen. Das kann doch nicht wahr sein. Niedersachsen 741, der Kollege Heinz. Das sind die Rückweisungsausweise. Die Bitte ist ergangen, sich auszuweisen von einem Anwalt. Und ich bitte darum, dieser Bitte nachzukommen. Das ist ein Skandal. Das ist wirklich ein Skandal. Hier wird geräumt, hier ist ein Polizeieinsatz, das ist Zeitgeschichte.
und wir haben uns ausgewiesen, wir haben uns legitimiert. Und mein Rechtsanwalt bestätigt das, dass es unser Recht ist, dass wir hier durchdürfen. Sie sind aber auch verantwortlich. Sie sind auch verantwortlich für ähnliche Verantwortung haben Sie als Beamter für Ihre Handlungen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie den Teil richtig umsetzen. Da habe ich große Zweifel dran. Ja, die Exekutive in Deutschland interessiert sich leider nicht mehr für Recht und Gesetz und die Gewaltenteilung. Zieh die Masken ab! Genau. Ich brauche hier kein Mikro. Ich bestehe darauf, jetzt hier sofort durchgelassen zu werden. Ich bestehe darauf. Das Schlimme ist, ich kann es doch nicht ändern. Ich versuche es. Es wird einfach blockiert. Aber wir haben es super dokumentiert. Nur leider hilft einem sowas immer erst im Nachhinein. Aber dann, ich möchte, dass Sie mich vor dem Verwaltungsgericht vertreten mit einer Feststellung. Ja, klar. Oder Ralf Ludwig oder Markus Hahn. Da kriegen wir alles hin. Okay, super. Kann ich Ihnen auch meine Nummer geben? Schon mal. Ja, gerne. Ich gebe Ihnen erstmal meine Karte. Ja. Dann machen wir das hinterher. Genau. Ja. Mache ich hinterher. Also. Aber der ein oder andere Pressevertreter, dann will er auch ganz viel mehr, dass die Polizei in Interviewen absolut das kommt ja gleich demnächst einer Pressesprecher. Da laufen auch schon die Polizisten dahin. Das muss ja jetzt schnell zu lösen sein, dass der verantwortliche Einsatzleiter hier. Ja, holen Sie den Einsatzleiter. Ich will mit dem Einsatzleiter sprechen. Da vorne ist ein Berliner Polizist. Das geht leider nicht so schnell. Dann holen Sie doch den Berliner Polizisten. Da muss ja einer rumstehen. Habt ihr keinen Verantwortlichen dabei hier oder was? Da könnt ihr auch so heimgehen. Das ist ja ein Riesenskandal, ein Riesen-Presseverletzungsskandal. Die Polizei war ja mit dem ersten Verbotsbescheid schon offensichtlich rechtswidrig. Das schadet dem Ansehen des Landes Niedersachsen, was Sie hier machen. Das schadet dem Ansehen Ihres Bundeslandes, wenn Sie hier nach Berlin kommen und in Berlin die Pressefreiheit verletzen. Was macht das für einen Eindruck in Niedersachsen? Ich möchte jetzt auch mal bitten, dass Sie sich ausweisen. Sie haben alle die gleiche Rückennummer. Möglich, haben alle die gleiche Rückennummer? Natürlich, Sie könnte eine Nötigung auch sein, was Sie hier gerade tun. Und eine Nötigung, wenn es so wäre, ich erwäge das gerade nur, ich weiß das nicht sicher jetzt in dem Moment der Aufregung, dann wäre das auch eine Straftat. Und für eine Straftat kriegt ein Beamter die volle persönliche Verantwortung. Was ist jetzt deine Nötigungshandlung? Und da muss ein Beamter, wenn er zur Straftat aufgefordert wird, muss er remonstrieren. Das heißt, er muss erstmal zu seinem Vorgesetzten gehen. Kennen wir, ja. Er muss ihm sagen, dass das nach seiner Auffassung rechtswidrig ist. Und wenn er dann wenn der Vorgesetzte sagt, Sie müssen das trotzdem ausführen, muss er das normalerweise, das ist jetzt allgemein das Remonstrationsrecht erklärt, muss er das normalerweise ausführen. Erst nach der zweiten. Aber nicht, wenn es eine Straftat ist. Oder eine ordnungswidrig. Ja, und wenn es eine Benötigung wäre, jetzt gerade, dass der Herr Martin Lejeune, Journalist, nicht seinem Beruf nachgehen kann und hier behindert wird, dabei durchzugehen, dann wäre das eine Straftat. Und dann wären diese Polizisten, die wir hier gerade jetzt sehen, Straftäter. Das könnte Konsequenzen haben, möglicherweise. Kann ich jetzt Strafantrag stellen? Ja. Natürlich. Ja, natürlich. Aber jetzt nicht bei mir. Ich weiß nicht, ob die Personen hier gerade geeignet sind, aber auf jeden Fall Strafantrag. Dann können wir doch bei ihm. Er ist ja damit nicht zu tun. Vielleicht wäre das eine Idee. Ihr ruft doch einfach bei der Nötigung 240 StGB. Mal kurz kommen. Ruft doch Nötigung im Amt. Ihr könnt ja bei der Polizei auch anrufen. Aber ich will jetzt nicht wieder den Notruf. Nee, das hat mit dem Notruf nichts zu tun. Ja, hast du mal eine Nummer der Berliner Polizei? Das könnt ihr ja mal googeln. Ich frage mich jetzt nach wie vor, warum ich Polizei Berlin. Drei Polizeibeamte mit gleicher Nummer aus Niedersachsen habe, die mir offenbar nicht in die Augen schauen Entschuldigung, können. Entschuldigung, so. Du bist doch live. Schauen wir doch mal die Polizei Berlin. Also, David, du bist doch live. So, der Polizeipräsident in Berlin. Wenn jemand aus dem Innenministerium des Landes Niedersachsen diesen Livestream sehen sollte, bitte rufen Sie mal an, hier bei den Kollegen in Berlin. Ja, was hier los ist, das schadet dem Ansehen des Landes Niedersachsen, wenn hier Beamte des Landes Niedersachsen die Pressefreiheit verletzt. Also sollte jemand des niedersächsischen Innenministeriums jetzt zuschauen, dann gehen Sie mal bitte ans Telefon und rufen hier an und sorgen für eine ganz schnelle Lösung. Ja, aber hier sieht das Land Niedersachsen nicht gut aus. Diesen Befehl verweigert. Es wäre vielleicht mal an der Zeit, darüber nachzudenken. Es könnte tatsächlich Konsequenzen haben. Okay, wir rufen jetzt die Polizei an. Ich habe probiert, es geht ja der Vermittlungsdienst an. Stopp.
Hier wird gerade Pressefreiheit behindert. Hier darf jetzt jemand, auch ich dürfte das theoretisch, ich mache es nicht, aber ich weise euch jetzt darauf hin, dass ihr die Möglichkeit habt, natürlich auch hier eine Spontanversammlung anzuschmelden. Ja, soll ich das mal kurz machen? Also ich melde hiermit eine Spontanversammlung an. Also eine Spontanversammlung für Pressefreiheit. Jawohl. Und gegen die Verletzung der Pressefreiheit. Und gegen die Verletzung der Pressefreiheit. Und dass der Journalist Martin Lejeune hier festgehalten wird, obwohl er zeitgeschichtlich die Räumung dokumentieren möchte. Jawohl, deswegen melde ich jetzt hier offiziell vor dem Gesetz eine Spontanversammlung an. Jawohl. Danke. Das hätte jetzt jeder machen können, aber ich habe es einfach gemacht. Ja, die Anwälte helfen mir jetzt, das zu rechtfertigen wahrscheinlich nachher. Persönlich hoffe ich für Sie, dass... Herr Rechtsanwalt, welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Also Polizei anrufen? Oder genau. Ist das ein Fall für die 111? Polizei anrufen bei der Verdacht einer Nötigung. Notruf. Ich will nicht wieder, weil jetzt hier auch Kameras laufen, ich will nicht wieder, dass, also meine persönliche Meinung, ich will nicht, dass ja. Andere Notruf. Ja, wir haben jetzt eine neue Spontanversammlung. Ja, haben wir eine normale Polizeinummer? Ja, die Polizisten auch. Die können nichts dafür eigentlich. Ja. Hier spielt die Musik und da muss ich hin. Er ist der Pressesprecher der Veranstaltung. Das ist der friedlichste, Mann, den Sie hier treffen können. Das ist Zeitgeschichte. Es geht auch darum, nicht... Das ist der friedlichste Mann, der Stefan Bergmann. Aber das ist ich ja, weiß das gar ein nicht, Skandal. Das ist der friedlichste Mann hier wahrscheinlich auf dem Land. Wieso reißen sich die Polizisten nicht aus? Artikel 20 Grundgesetz, Recht auf Widerstand und Pressefreiheit haben wir auch. Ich brauche keine Zeugen. Also man hat mir jetzt ganz klar, aber vielleicht haben wir noch mal alle, man hat mir jetzt ganz klar gesagt, dass wir brauchen einen anderen Polizisten, dem wir Strafanzeige erlassen. Kommt immer bitte einen Polizist her! Die dürfen da ja auch die müssen nicht einen Polizisten haben, bei dem wir Strafanzeige erstatten können. Wir wollen nicht den Polizei! Hallo! Wir brauchen Polizei! 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 Pressefreiheit wird beschränkt! Polizei! Hilfe! Polizei! Hilfe! 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 In der Demokratie! Das ist ein Notfall! Hilfe! Polizei! Polizei, bitte hilf uns! Bitte! Könnt ihr ein bisschen nach rechts, nach links? Wir brauchen einen Polizisten hier, der mit dem Anwalt spricht, weil wir brauchen es gibt eine Strafanzeige. Ein Polizisten, der jetzt nicht Herrn Martin Lejeune daran hindert, mit dem Rollstuhl durchzufahren. So einen bräuchten wir vielleicht, bei dem wir eine Strafanzeige aufnehmen könnten und bei dem auch die Hoffnung besteht, dass er die auch aufnimmt. Ja. Und jeder, der sie jetzt sonst nicht aufnimmt, könnte sie möglicherweise auch der Strafvereitelung Strafe machen. Müsste man büßen, ja? Ich will das vorsichtig sagen, aber also sie brauchen irgendein... Das wäre dann die nächste Straftat, die Dankeschön. Möglicherweise begangen wird. Es gibt eine Strafanzeige. Polizei! Wir rufen hier um Hilfe! Wo ist die Polizei? Wir sind hier in Berlin. Es ist der 30. oder? Es ist der 30. 8.2020 nach Mitternacht. Wir brauchen Polizei. Und hier sind so viele und keiner hilft uns. Wir erstatten hier die Strafanzeige. Wo seid ihr? Freund und Helfer, bitte, Polizei! Hier, da ist doch einfach hier, denn hier ist Polizei. Unfassbar. Hallo, kann bitte einmal BE 2400 römisch 1 hierher kommen? Hallo, BE 2400 römisch 1. Sag mal, dass du eine Strafanzeige aufnehmen möchtest. Der braucht den Dingsbums da, den Sprecher da. Der braucht das Teil gerade. Achtung, Achtung. Lauter. Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage an die Polizei. Achtung, Achtung. Der Polizist mit der Dienstnummer BE 240 römisch 1, bitte
einmal hierher kommen. Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage an die Polizei. Der Polizist mit der Rückennummer BE24000 römisch 1, bitte einmal hierher kommen. Es geht um eine Strafanzeige und Stellung eines Strafantrags. Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage an die Polizei. Der Polizist mit der Rückennummer BE24005, bitte kommen Sie her. BE24005. Bitte kommen Sie her. Eine Durchsage an BE24005. Bitte kommen Sie her. Wir müssen hier einen Strafantrag stellen und Strafanzeige stellen. Achtung, Achtung, dies ist eine Durchsage an die Polizei. Der Polizist mit der Dienstnummer BE24005. Bitte kommen Sie her. Achtung, Achtung. Dies ist eine Durchsage. Ich habe eine Spontanversammlung angemeldet für Pressefreiheit. Lasst ihr bitte kurz ein paar von euch gegen das Presseverbot und filmt es. Ein paar von euch hier außenrum ins Camp, dann haben wir wieder schön Stimmung gemacht. Vielleicht kann ich da einfach mal hier. Ich darf da nicht durchlaufen, ich krieg Ärger. Ja, du darfst da natürlich durchlaufen, das ist ein Bereich. Wir haben mich da eben rausgeschmissen. Okay, Markus, ich gehe mal mit. Sollen wir jetzt da rüber oder hier bleiben? Was, wie würdest du das jetzt hier einschätzen? Würdest du die Lage? Wir verhalten uns weiterhin ruhig. Wir leisten keinen Widerstand. Ich bin mir das ist deine journalistische Entscheidung. Juristisch weißt du ja, wie es ist. Kannst du okay. Ja eigentlich durch. Die streiten ja hier auf Spur. Aber haben wir ja. Da jetzt die Rückennummer dokumentiert? Ja, die hatte der Markus mehrmals in die Kamera. Also muss. Ich hab's. Es wurde wirklich vielfach gefilmt. Man muss dann die Videos. Wir gehen jetzt darüber, sehen. Martin. Wir gehen darüber. Kommst du darüber? Ich filme weiter. Ich filme weiter. Ich gehe vor. Mein Herz. Wer sind eins? Wer sind eins? Achtung, Achtung! Achtung, Entschuldigung. Der Markus hat auf der Haus. Da kommt noch der Rollstuhl hinterher. Ich danke dir. Danke. Ich habe ihn darum gebeten. Hallo, ich soll auf die andere Seite gehen. Ich gehöre zu Martin Lejeune da hinten. Er hat einen. Ich bin die Kamerafrau, er ist im Rollstuhl. Ja, dann gehen Sie wieder zurück. Wir müssen darüber, wir kamen da jetzt schon ewig nicht durch. Also ohne Presseausweis? Er hat einen, er kann nur nicht laufen. Der kommt jetzt hier im Rollstuhl angerollt. Ich sehe jetzt alleine und mir kann ja jeder irgendwas erzählen, verstehen Sie? Gut, dann warte ich jetzt auf den Rollstuhl, der sich da durchbahnt. Dann bleiben Sie bitte bei ihm. Ich komme da nicht durch ohne dich, Martin. Was ist denn heute los? Achtung mit den Kabeln. Ein Max Go. Hier ruft jemand an. Schaffst du's? Okay, wir gehen jetzt auf die andere Seite. In der Hoffnung, dass wir da endlich was sehen können und die Leute uns da durchlassen. Lass mich schnell raus. Da kommt noch einer mit Rollstuhl. Ja, ich weiß nicht. Okay. Ali, brauchst du die Weste? Da liegt einer auf dem Boden, der kann nicht mehr aufstehen. Was? Täter!
Die Stimmung ist wahnsinnig aufgeheizt. Wir hatten das Video. Wir hatten das Video von dem Sturz. Wir haben jemanden gefunden. Wo ist der? Kommt denn ein Arzt? Ist ein Arzt schon unterwegs? Immer auf die Gesichter, ja, okay. Das bringt nichts, Herr Arzt. Das bringt nichts. Bleib einfach ruhig. Da liegt jemand am Boden. Bis die nicht mehr können oder wenn die nicht können. Ich hab sowas zu tun. Echt nicht? Entschuldigung, hallo. Was ist bisher passiert? Ich war auf der anderen Seite. Weggeschliffen am Boden. Sie auch? Darf doch wohl nicht wahr sein. Ja. Warum liegt da jemand am Boden? Warum liegt da hinten jemand? Was? Habe ich nicht gesehen. Was? Ja, ein bisschen die Fächertrage haben wir wieder gesehen. Ja, die Sonne hat weggehen. Ich war live beim Facebook, aber das ist noch 100. Mir fällt nichts dazu ein. Selbst gerade. Wieso schaffen Sie es so ruhig am Boden zu sitzen? Wir müssen Notantragen durch. Macht bitte Platz für den Notarzt. Macht Platz! Macht bitte Platz, dass der Notarzt durch kann. Geht bitte auf die Seite. Das ist das, was wir ausgelöst haben, die Gewalt. Wie bitte? Ich habe gesagt, das ist das, was Sie ausgelöst haben durch Ihre Gewalt, dass jetzt Notärzte hier anrollen müssen. Wissen Sie, was passiert ist mit der Person? Also ich weiß nur, dass die Polizei vorne die Leute in die Masse geschmissen hat, haben sie mit mir aufgemacht. Die haben die Leute in die Masse geschmissen, die hier schon drin war, haben die Leute einfach reingeschmissen. Und mit Ihnen haben Sie das auch gemacht? Mit mir haben Sie das auch gemacht, aber ich konnte das noch bremsen, weil ich damit gerechnet habe, weil ich das schon neben mir gesehen hatte. Deswegen bin ich nicht so weit reingeflogen. Dabei waren wir friedlich. Wir haben uns ja nicht mal gewehrt. Mir haben sie auch den Arm auf den Rücken verdreht. Als wäre ich ein Schwerverbrecher. Ne? Dabei habe ich mich nicht mal gewehrt. Habe ich mir auch gesagt, das geht ein bisschen unbrutaler, das Ganze, ne? Weil ich komme ja mit. Ja. Wie soll ich mich von abbringen? Und dann haben sie mich eben versucht, in die Masse auch reinzuwerfen. Und ich bin ja wirklich nicht groß. Ne? Ich bin 1,61 Meter. Also, ja. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Nee, aber persönlich habe ich mich auch noch nie irgendwie derartig abführen lassen. Ne? Aber ich denke mal, diesmal war es für eine richtige Sache. Ne? Ich meine, wir stehen hier für unsere Freiheit, für Demokratie. Und insofern denke ich mal, war es für eine gute Sache einfach. Ne? Wie haben Sie den Tag heute verlebt? Also ich war erst auf dem Demozug. Da haben sie vorne dicht gemacht, haben hinter uns dicht gemacht. Dann kam ein Richterspruch vom Oberverwaltungsgericht. Tatsächlich war dann der Tenor vom Oberverwaltungsgericht, die sollen den Zug durchlassen. Haben die aber nicht gemacht, die haben sich geweigert. Also sind wir in die Bahn und dann hier zu Sie, Polizei. Die Polizei hat sich geweigert. Richterspruch. Genau. Die haben den Zug nicht weiterfahren lassen, obwohl der Richterspruch war, der Demozug darf starten. Da haben die sich geweigert. Ne? Also das Recht in die eigene Hand genommen.
Ja, und dann sind wir halt über die Friedrichstraße in die S-Bahn. Da haben sie willkürlich angefangen, die Menschen zu kontrollieren. Und dann sind wir halt was haben sie kontrolliert? Atteste und sowas, glaube ich. Weiß Atteste, ich nicht. Masken? Nee, Masken nicht grundsätzlich, aber Atteste und sowas haben die kontrolliert. Ich weiß es nicht, was sie da genau gemacht haben, aber wir sind noch vor den Kontrollen durchgekommen und haben das dann eben gesehen, ne? Dass sie dann so willkürlich gehandelt haben. Und auch auf dem Demozug waren die ständig am Eskalieren, statt zu deeskalieren, ne? Und ja, wie Gewalt, wie gesagt, ne, die Gewalt geht nicht von uns aus, sondern von den Bürgern in Uniform, wie wir sie so nett nennen. Die gehören ja eigentlich zu uns. Was glauben Sie, warum sind Sie nicht gegangen? Es kamen ja, glaube ich, 5 Durchsagen. Und weil ich finde, dass wir für unser Recht einstehen müssen. Ne? Weil wenn wir jetzt einfach gehen, dann können die das mit uns immer wieder machen. Und ich bin einfach der Meinung, dann bewegen wir uns nicht mehr in einer Demokratie. Ne? Dann sind wir bereits in einer Diktatur. Sind wir wahrscheinlich eh schon. Ne? Also ich erkenne ja ziemlich viele Parallelen, die damit zu tun haben. Ne? Wenn man Demos absagt komplett, das hat nicht mehr mit Demokratie zu tun. Ne? Also, zumal andere Demonstrationen ja ganz normal zugelassen wurden. Genau, also die Gegendemonstranten und so durften ja alle. Also ich finde, es wird langsam Zeit. Es ist 10 nach 12. Ne? Es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 10 nach 12. Ne? Man sagt ja immer so nett, wer in der Demokratie schläft, wacht in einer Diktatur wieder auf und das müssen wir verhindern. Ne? Weil wenn man nur auf diesen Verordnungen her Gesetze erlassen kann, die uns alle betreffen, die weder durch Bundesrat noch Bundestag müssen. Hat das dann mit Demokratie noch was zu tun und wegen einem Infektionsschutzgesetz? Was das alles bestimmt, was im Prinzip die ganzen Gesetzesmäßigkeiten aushebelt, um dann Verordnungen zu erlassen? Nein. Also für mich ist das einfach unfassbar. Ne? Vor allem, weil es für mich gar keine Rechtfertigung dafür gibt. 9000 Tote sterben in 4 Tagen in Deutschland. Das ist keine Zahl, vor allem wurden die auch falsch gezählt, von der Magazin. Also ja. Auf der Seite von Krefeld kann man das sehr schön nachlesen. Am 6. Juli empfehle ich jedem. Okay. Ne, da steht dann auch drin, dass jeder, der positiv getestet wurde und irgendwann mal stirbt, dann in die Statistik der Corona-Toten eingeht. Das kann ja keine wissenschaftliche Zählweise so sein. Ne? Das ist ja lächerlich. Ja. Und allein schon wegen diesen Unwissenschaftlichkeiten, die hier passieren, denke ich, wird hier auch massiv gelogen darüber, ne, über diese Pandemie. Ich danke dir vielmals. Gerne. Joanna ist verletzt worden. Joanna ist verletzt worden? Ich habe gerade ein Exklusivinterview mit Joanna gemacht. Sie ist verletzt worden. Lade es gleich hoch auf unserem Kanal. Da liegt jemand, da hinten lag jemand. Joanna ist verletzt worden. Mir haben sie erzählt, die haben die Leute in die Masse geschmissen. Ja, das ist auch mein Kenntnisstand. Leider ist Herr Thilo Kaplitz nicht erreichbar, trotz mehrmaliger telefonischer Erreichungsversuche. Wir werden jetzt einfach hier, es ist der 30. August 2020 ungefähr. 0.30 Uhr, 0.35 Uhr vielleicht auch schon. Und wir werden jetzt hier weiter mal die Räumung finden. Wir dürfen nicht hinter die Polizeikette zurück. Wir dürfen nicht hinter die Polizeikette zurück. Also, ich gehe jetzt mal darüber, ja. Die 35. EHU, das ist die das Camp geräumt hat. Nee, die 25. hat das Camp geräumt. Komm, schön nah ran. Am besten filmen, wie Leute weggetragen werden. Aber der hat uns ja gerade voll was anderes erzählt, der andere Polizist hat gemeint, das dauert, bis wir hier in die Uhrzeit EAU auskicken. Aber weißt du, was er gesagt hat? Der hat ja voll den Käse erzählt. Er ist auf falsche Seite. Du lachst doch, oder? Er hat auch gelacht. Ich habe auch selber geguckt. Sind die da Leute weggetragen? Moment. Da wird nichts, hier wird gleich weggetragen. Achtung, der Zug formiert sich. Anni, musst du mal nachhaken. Grüß dich! So. Hier kommt jetzt der erste Krankenwagen. Joanna ist verletzt. Ja, es sind einige verletzt. So.
Anni, was ist da? Anni, ja? Schreib doch mal. Auf geht's jetzt! Wollen wir den Hallo! Was soll das? Was macht du Ich habe zwei Mädels da aus Niedersachsen gehabt. Ich habe die ganzen Tag schon, wir haben vorhin schon mit denen geredet. Okay, locker bleiben, ganz locker bleiben, Leute. Geh weg, bitte. Auf den Gehweg. Dokument. Nee, hier ist kein Dokument. Ich dokumentiere das Zeitgeschehen. Ich muss das dokumentieren. Wie bitte? Ich dokumentiere hier das Zeitgeschehen. Ja, können Sie gerne machen, aber hier nicht durch. Können Sie Kollegen sagen? Auf den Gehweg. So, geh ich bitte rüber. Warte. Ja, vor allem, Sie sagen mal so. Alles cool. Er hat ihn nicht gesehen. Achso, er wollte, dass ihr weitermacht. Okay, locker bleiben. Mach auf den Gehweg. Das ist nicht persönlich gemeint. Auf den Gehweg. Alle. Was ist das denn, wenn der
hinten wird ein Mensch in den Krankenwagen gelegt. Man kann jetzt nur vermuten, aber die Vermutung liegt doch sehr nahe, dass das durch die Polizei zu Verletzungen kam. Und sie rücken weiter vor. So Gesicht an Gesicht und. Das ist Polizeigewalt, was sie hier ausübt. Leute, das ist nicht mehr die Bundesrepublik, in der ich groß geworden bin. Ihr schiebt uns weg ohne Grund. Wir sind friedlich. Was soll das hier? Ja, ihr schiebt uns weg ohne Grund. Und ohne Grund, niemand ist gewalttätig gewesen. Und die Ausrede, den Verkehr frei zu machen, ist lächerlich. Simpel. Ist es so. Das ist meine Meinung. Aber diese Meinung ist, glaube ich, sehr vertretbar und auch juristisch. Ihre Position ist juristisch nicht zu rechtfertigen. Das wissen Sie selbst. Das wissen Sie selbst. Machen wir auch. Aber das können wir erst, nachdem der Fakt geschaffen ist. Und Sie helfen hier gerade damit bei, etwas zu erschaffen. Heute sind wir es. Morgen sind es Leute, die Sie kennen und lieben. Übermorgen ist es Ihre Familie. Und irgendwann in ein, zwei Jahren sind Sie das Ziel solcher Maßnahmen. Und dann schauen Sie ganz blöd aus der Wäsche. Ähnlich wie Sie jetzt aus der Wäsche schauen. Ernsthaft, das ist das Problem. Ja. Und jetzt kann man was machen. Sie haben nicht nur ein Demonstrationsrecht, Sie haben eine Demonstrationspflicht, wenn etwas schief läuft. Und wenn gesetzeswidrige Befehle ergehen, dann sind Sie dazu verpflichtet. Und die Sache ist, Sie könnten mir nicht in die Augen schauen über längere Zeit in einem zivilen Gespräch. Hier in Uniform können Sie das. Im zivilen Bereich können Sie das nicht. Dessen bin ich mir wirklich sicher. Ja. Können Sie mir in die Augen schauen? Machen Sie gerade. Naja, Sie machen es gerade. Weil wir ein Mensch sind. Weil ich mich unterhalte und das hat eine Art von Respekt. Weil, ich habe vollen Respekt vor Ihnen und auch vor Ihrem Job. Und ich bin Ihnen auch dankbar dafür, dass Sie diesen Job machen. Anscheinend ja nicht. Aber nicht, wenn Sie ihn auf diese Art und Weise ausführen. Weil Sie ebenfalls wissen, dass das Gesetz ist. Von Ihren Kollegen können wir schon hier nicht in die Augen schauen. Ich habe so ein bisschen meine Blicke überall. Aber das hier ist nicht mehr die Bundesrepublik Deutschland, in der ich groß geworden bin. Früher war die Polizei dein Freund und Helfer und hätte so etwas niemals durchgezogen. Niemals, niemals. Sie wissen, was Sie hier machen. Sie wissen, was Sie hier machen. Und Sie wissen, was Sie hier stützen. Ich weiß, es gibt eine ganze Menge persönliche Gründe für jeden von Ihnen hier. Es hängt ein ganzer Rattenschwanz dahinter, wenn Sie sich dagegen auflehnen. Ein ganzer Rattenschwanz. Und das ist schwierig und das kostet was und das tut weh. Aber wenn Sie für das Richtige handeln, dann nehmen Sie diesen Rattenschwanz in Kauf. Weil das habe ich gerade eben schon mal gesagt. Heute sind wir es. Morgen sind es Leute, die Sie kennen, Freunde, Bekannte. Übermorgen Menschen, die Sie lieben. Übermorgen ist es Ihre Familie. Und in ein paar Jahren sind Sie es, die das Ziel solcher Maßnahmen werden. Wenn Sie jetzt nicht zur Besonnenheit kommen. So simpel ist es. Und es gibt hier gewisse Energien, das merken Sie selbst. Und das, was Sie gerade ausstrahlen, ist absolute Ablehnung. Nicht uns als Demonstranten gegenüber, sondern die Ablehnung gegenüber dem, was andere Leute Sie zwingen zu tun. Sie werden gezwungen durch das System. So einfach ist es. Sie machen das auch nicht gerne, das sieht man in Ihren Augen. Ich weiß, das ist schwierig. Die Frage ist, wo geht die Reise in diesem Land hin? Und die Sache ist, das ist nicht nur in diesem Land, das ist global. Wo geht es hin? Und welchen Teil
tun Sie dafür, das zu stützen? Oder beziehungsweise das zu... Ja. Was tun Sie dafür? Und die Sache ist, da sind wir ganz schnell dabei. Und ich weiß, der Vergleich, man wird schnell irgendwo hingestellt, wenn man den Vergleich zieht. Aber es ist ein bisschen wie im Dritten Reich. Wer mitmacht und schweigt, macht sich mit schuldig. Und gerade hier in Deutschland, wir sollten diese Lektion doch mal gelernt haben. Oder nicht? Faschismus? Wollen wir das? Totalitarismus? Ist das Ihr Ziel? Wollen Sie das haben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber Sie sehen die Optionen, was hier passieren kann. Es gibt den Weg, es gibt den Weg und es gibt eine ganze Menge Graubereiche. Nur Sie sind mit Ihren Aktionen komplett dafür verantwortlich, was hier in Zukunft in diesem Land geschieht. Okay. Ich spiele noch weiter. Also da ist noch so eine Straße. Wollt ihr das? Könnt ihr das rechtfertigen vor eurem Gegner? Könnt ihr das? Könnt ihr das lösen? Das kostet doch eine große Leistung. Hatten Sie auch. Deswegen würden Sie einfach nur bitten, jetzt aufzunehmen, weil es einfach nicht mehr aufgeschrieben wird. Und das Camp? Also im Prinzip sind wir deswegen aufgebracht, weil wir ja meinen, dass grundsätzlich im Staat das im Moment nicht funktioniert, wie es soll. Und wir zweifeln natürlich an ihrer Führung dann, wie die das beschließt. Also da ist halt so ein Konflikt. Aber das ist natürlich jetzt doof. Sie sagen, es ist besser, woanders weiterzumachen. Klar. Okay, das habe ich nicht gehört. Ja. Ich sage ganz normal, wie jedes Mal, wieder was anzumelden, ja, und nochmal zu demonstrieren, ist doch kein Problem. Das stimmt. Warum man ja, aktiv sprechen, jetzt heute hier, also... Nee, verstehe ich jetzt, weil damit... einfach nur so eine Publikation. Ja, ja, weil ihr kriegt den Druck ab, ohne, und wir erreichen damit ja nichts in der Öffentlichkeit, so. Weil die themenbezogen ist. Ja, ja, genau, aber das ganz Thema genau. Ist halt, ja, 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 ja. In dem Sinne hier gar nicht, ne, relevant. Ja, ja, das verstehe ich, ja, ja. Das wurde gecancelt, das kam nicht durch, weil das nicht politisch genug war. Weil die Begründung fehlt. Nein, die Begründung war nicht gut genug an der Stelle. Er hatte vorhin gesagt, dass die Begründung Nee, ich hab keine Angst, aber habe ich wenig nötig. Für Sie geht das weiter.
Sind das deine Camping-Sachen? Ja. Auch. Es war, wir haben heute Wasser verteilt, deswegen hatten wir ein paar Bollerwagen dabei. Wie war der Tag heute? Ups und Downs. Also es war sehr traurig, dass wir die Parade nicht gemacht haben. Ich find's skandalös und ein Unding. Ich finde es schockierend, dass es durch so viele gerichtliche Instanzen gegangen ist, juristische. Und wir Anwälte da hatten und die uns einfach, die waren der Grund, weshalb wir die Auflagen nicht einhalten konnten. Wir gehen wieder spazieren, komm! Also die Polizei war der Grund. Ja, weil sie uns nicht in die Seitengassen hat ausscheren lassen, konnten wir nicht den Abstand einhalten. Ja. Es ist einfach. Warte mal ganz kurz, ich weiß gerade nicht. So, was ist denn jetzt hier? Ja, ich hatte auch einen kurzen Blick auf euch geworfen, auf den Wagen. Das war genau um 11. Da wurde nämlich die Nachricht von Nils oder so abgespielt. Ja, genau. Und genau. Ja, und dann haben wir den Anfang gesucht. Ja, es war halt die ganze Zeit hin und her. Und dann bin ich halt zum ersten Wagen und habe, weil die Kommunikation halt nicht lief, die Funkis sind nicht gelaufen. Die erste Wagen hat nicht wirklich kommuniziert mit uns. Die ganzen Leute von dem Wagen waren halt so, ja, was ist jetzt? Dann kamen irgendwelche Ansagen, die irgendwie durch das Internet eine halbe Stunde später erst gesendet wurden. Dann waren alle natürlich die ganze Zeit verwirrt. Dann bin ich halt hingegangen und habe alles, was passiert ist, die ganze Zeit in diesen Chat reingepackt und das ist das, das ist das. Aber ich kann einfach nicht, ich meine, ich war um 6:30 an dieser scheiß Straße und ich kann nicht glauben, dass ich bis 4:30 an dieser Straße war. Und die haben es einfach... Das ist. Aber ich weiß, was ich am wenigsten verstehe, dass die Leute draußen nicht checken, dass das schon lange keine Demokratie ist. Wie kann das denn sein? Also auch so Leute, die mir dann schreiben, so, ah, naja, oh, jetzt hat aber die Demokratie gesiegt, jetzt wurde das Verbot aufgehoben. Und ich denke so, ja, es wurde überhaupt erstmal verboten. Tiergarten. Was ist denn das? Und dann, Tiergarten. Das heißt Tiergarten. Das ist, glaube ich, der Plan. Naja, auf jeden Fall. Und dann sind wir hierher gekommen und dann war es eigentlich ganz nett. Aber... Du, Anna, ich suche erstmal Martin. Ich gehe jetzt nicht gleich erstmal ins Dunkle. Es war schön, dich zu sehen. Und ich habe dich sehr, sehr gut verstanden in deinem Video. Und wollen wir mal Handynummer oder so austauschen? Weil wir das nächste Mal in Berlin sind. Voll gerne. Ja. Aber wir laufen noch ein bisschen. Hey, ich habe Martin gefunden. Hey. Bitte einen Kommentar. Hey. Oh Gott. Schneid mal raus. Hey, mein Lieber. Ja? Alles klar, Baby? Was ist los? Also, es wird hier fortwährend meine Pressefreiheit verletzt. Fortwährend.
auch von verschiedenen EHUs und auch von verschiedenen, also es wird fortwährend meine Pressefreiheit hier verletzt von verschiedenen EHUs und auch von Beamten des Landes Brandenburgs. Das ist der 34. EHU. Ja, wir sind Presse. Ich kann nur sagen, hier spielen sich... Also du hast gerade gesagt, deine Pressefreiheit wird eingeschränkt. Ja, fortwährend, immer fort und immer zu. Kontinuierlich. Ohne Unterlass. Und ich finde das bedenklich. Das geht ja... Da erinnere ich mich an ein Gespräch, was ich vor wenigen Tagen mit Rechtsanwalt Markus Heinz führte vor der Senatsverwaltung für Inneres. Da sprach der Rechtsanwalt Heinz von einer Demokratiekrise, von einer Verfassungskrise, von einer Krise des Rechts. In deinen Augen sieht man es doch, oder nicht? Es sieht auch anderes aus in deinen Augen. Ich habe kein Licht, ich muss eigentlich ein neues machen. Du hast sehr viel über Mimik gelernt in deinem Leben. Eure Befehlslage war echt ungefähr. Schlaf gut nach 18 Stunden Scheißdreck, was ihr da macht. Umdrehen bitte, weiter in die Richtung. 18 Stunden. Polizisten packen die Menschen an. Es muss der Polizeipräsident immer wieder einen Brief schreiben, aber es waren ja teilweise auch Beamte des Landes Niedersachsen. Da muss man eigentlich auch mal dem niedersächsischen Innenminister einen Brief schreiben. Ein Brandbrief. Vielleicht sogar einen Wut. Mal sehen. Anni, du hast das auch gesehen, oder? Zum Teil. Ja, ich habe auch sehr traurige Augen gesehen auf Seiten der Polizisten. Gerade da, als wir ganz am Anfang waren und nicht durchgelassen wurden, der eine. Es hat mir das Herz zerrissen, in seine Augen zu gucken. Mir auch. Und lieber Polizist, wenn du das siehst, unbekannterweise, ich hätte dich so gerne in den Arm genommen, aber das ging in dem Moment. Hättest du ihm auch gern ein Herzchen geschickt? Ja, also wenn du das hörst, es tut mir leid, dass du in so einer Situation warst. Und es tut uns sehr leid. Ich entschuldige mich im Namen des gesamten Kollegiums für diese unangenehme Situation. Darf ich? Ich mache jetzt außen ein neues Tape an, weil das ist cool. Ich habe kein Licht, brauche nicht. Das muss ich mir aufnehmen. Ja, das geht ja nicht. Kann ich einfach auch